Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir reacten gemeinsam mit Tano und Dreamers Kartell auf die neue Icon 4 Episode. Niemals vergessen, Bruder. Wir reagieren auf Icon 4 Episode 4, bis der Stärkste bricht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Titel wurde ausgewählt von Emre und mir. Und ihr könnt ab sofort jede Woche bei uns in den Reactions auf die neuen Icon 4 Episoden bis zu 5 Tickets für das Live-Event gewinnen, Freunde. Von 250 Euro. Eine Karte kostet 50 Euro. Genau. Und die könnt ihr in unseren Videos gewinnen. Du kannst ja mal erklären, wie. Genau. Ihr müsst nichts anderes eigentlich tun, außer das Video zu schauen und die Codes zu finden. Denn wir werden 5 Codes in den Videos immer verstecken, ganz random. Jeden Sonntag. Genau. Schaut euch auf jeden Fall das Video sehr, sehr aufmerksam an. Du meinst jeden Montag? Montags kommen immer die Reactions online. Und irgendwo im Bild wird dann ein Code sein. Schnappt euch den Code, gebt den auf der Seite ein, den wir in der Beschreibung verlinkt haben. Ja. Und dann habt ihr euer Ticket auf jeden Fall umsonst. Und dann sehen wir uns am 4.11. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Dann würde ich sagen, wir gehen rein, wir schauen uns das an. Ich bin gespannt. Heute werden Tränen fließen. Let's go. Was geht ab, Leute? Wir sind hier. Videodreh von Krankenwagen. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass ihr uns alles ermöglicht habt. Denkt an die Presets, drückt auf den Link am 30.09. am Krankenwagen. Aber ich muss jetzt los. Die Patienten. Wir haben ja die Fresse. Ich dreh gerade mein Video. Hey, sehr leise. Hey. Halt die Fresse. Stark, ja. Stark, Bruder. Er sagt einfach, halt die Fresse. Oder Dorian, ein 30.09. ist er ja bald. Ist 30.09. ja. Hey, Kolle, das ist das erste Mal, ich verschrieben, oder? Krass. Aber wie schnell haben die das gemacht? Der Videodreh war heute Morgen. Die Jungs sind aktiv, Bruder. Bruder, ich bin gar nicht, Bruder. Krass. Der Kolle weiß, das wird klatschen. Oh, ich bin gespannt. Junge, ja. Battle 1 war Bobby und San Andreas. Ich fand beide wirklich sehr, sehr stark. Also wenn man jetzt darauf achtet, wie San Andreas das gemacht hat, hätte man sagen können, ja, San Andreas hat gewonnen. Aber bei einem Bobby, weißt du, das ist halt zu schwierig da. Bobby kam einfach auf, das war natürlich wieder sein Beat, sein Style. Und der hat einfach, darauf kam einfach. Man kann ja sehr krass auch auf alles einbauen. Bei dem Battle Tano gegen Kiris. Tano war auf jeden Fall sehr, sehr entspannt, ganz lässig, kam das drüber auf, ganz cool. So, der hat das Ding zu seinem Ding gemacht. Bei Kiris. Ich finde, Kiris hat das schon mit dem Gesang auch sehr gut gemacht. Ich meine, Tano hat auch kurz gesungen, aber ich fand, Kiris hat mehr rausgestochen, was Gesang angeht. Er hatte ja einen Gesangpart, der war ja schon, ich fand den nicht schlecht. Ja, dann, was sagt ihr zu dem Battle zwischen Mohams gegen Dorian und Hamdi? Ich muss sagen, dafür, dass Mohams gegen zwei Leute gebattelt hat, hat er sich echt gut geschlagen. Ja. Ich finde, am meisten hat Hamdi in dem ganzen Battle geglänzt, finde ich. Also er hat so die Richtung vorgegeben. Ich muss sagen, Dorian war jetzt zwar nicht die stärkste Leistung, aber dafür, dass er absolut kein Freestyle kann, also er hat schon hier fast außerhalb von den Aufnahmen, er hat schon gesagt, ich pack meine Koffer, ich gehe, hat er das richtig gut gemacht und er hatte in jeder Line Gegnerbezug. Obi gegen Yassin, ich muss sagen, das war Highlights, muss also ich sagen. Die Gimmicks waren geil, aber wenn du jetzt nur darauf achtest, Lines technisch, dann war Obi irgendwo besser, finde ich. Auch aber Yassin kam, aber Yassin kam auch so überraschenderweise am Ende richtig gut. Also ich muss sagen, im Freestyle fand ich Yassin besser, aber a cappella ganz klar Obi. Boah, ich habe gar nicht. Ja, muss ich auch sagen, letzte Woche habe ich nochmal drüber nachgedacht. So für mich das nochmal so ein Resümee gezogen nach diesen Battles und ich habe mir wirklich gedacht, Freestyle-technisch Yassin besser, aber dann im a cappella Battle safe Obi. Weißt du, was das Problem bei Obi war? Seine Texte waren zu komplex manchmal. Weißt du, bei Yassin hast du das Gefühl, es ist verständlicher für die jüngeren Zuschauer. Ja. Weißt du? Deswegen dachten die auch, das ist viel, viel besser. Aber wenn du genau hinhörst, dann hast du bei Obi wirklich diesen Vorteil gesehen. Das Problem ist, bei diesem Battle war sogar entscheidender, wer besser delivered hat. Weil ein Yassin hat im Gegensatz zu einem Obi sehr schlecht seine Delivery gemacht. Ja, das weißt du, weil er hat keine Zeit gelassen für Crowd Reaction, er hat es einfach stumpf abgelesen. Weißt du, was ich meine? Ohne Break zu setzen. Das hat ein Obi schon besser gemacht.
damit gerechnet, dass Dreamers Kartell Sachen auspackt. Oder der Sänger. Aller der Sänger. Also der hat Sachen gebracht, die man kann. Ich glaube, der hat da draußen wirklich jeden geflasht, nicht nur uns. Bei Adaver muss man sagen, zum einen fand ich ihn im Freestyle deutlich besser und zum anderen fand ich es auch gut, wie er die ganze Zeit versucht hat, dieses schwulen Image aufzusetzen. Weißt du, er hat das durchgezogen und so läuft ja auch richtig. Hast du das gemerkt, dass er das bewusst gemacht hat? Ja, nochmal natürlich. Aber das hat dich gejuckt, so, ne? Du hast das Spaß genommen. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, Bruder. Zeit versucht hat, dieses Schwulen-Image aufzusetzen. Ja. Weißt du, er hat das durchgezogen. Und so läuft ja auch richtiges Battle Rap. So läuft Battle Rap, ganz genau. Boah, Jungs. Boah. Mowgli? Alter. Hi, der beste Battle. Auch unerwartet. Ich hab's erwartet. Bestes Battle, sagt ihr auch, ne? Ja, ja. Definitiv. Ja. Also Mowgli war der Beste an dem ganzen Abend. Der Mowgli hat sich gezeigt, auf jeden Fall. Ne? Die Leute schreiben unter unser gestriges Video, ihr habt einfach geleakt, dass Mowgli weiter ist und so. Bruder, der war der Beste an dem Abend, Bruder. Mann des Tages. Mann des Tages. Voilà. Also nur so. Nachgedacht, so safe. Ne? Ist ja ganz klar eigentlich. Ross erwartet, ich hab's nicht erwartet. Aber bei Rossim, der Switch dann quasi, wo es auf Colin ging, das war auch ein absolutes Highlight für mich, muss ich sagen. Ich habe mich behindert gelacht. Auch der Double-Time-Part, wo er gesagt hat, ich kann zwar nicht Double-Time, ist nicht clean. Und dann hat er denen das bewiesen. Ja. Und auch seine Lines waren auch richtig heftig. Also das war das beste und das schwierigste Battle. Safe. Und die Jungs haben es uns auf jeden Fall nicht einfach gemacht. So Jungs, wir mussten uns entscheiden, wer von den heutigen Battles Verlierer aus der Challenge gehen wird. Die Entscheidung war auf jeden Fall nicht einfach. Ihr habt es uns wirklich sehr, sehr schwierig gemacht. Und wir werden jetzt 6 Teilnehmer wählen, die ins Verliererteam gehören. 4 Personen aus dem Verliererteam werden morgen nach Hause fahren müssen und sind somit aus Icon 4 raus. Kommen wir zu Battle 2. Tano gegen Keris. Tano, deine Leistung war sehr, sehr stark. Du hast auf jeden Fall überzeugen können. Guck mal, wie die extra San Andreas Bobby werden die wahrscheinlich als letztes zeigen, oder? Hier raus. Bruder, mach mal kurz zum Bett. Bruder, das war der härteste Tag für uns, Bruder. Ja, weil davor, Bruder, wir mussten nur ein Verliererteam wählen. Ja. Bruder, und jetzt stehst du vor allen guten Künstlern, Bruder, und du machst so irgendwo so einen Traum von denen kaputt, weißt du? Weil du hast viel Einfluss auf die Karriere irgendwo von einem Künstler, vor allem von Künstlern in meinem Alter. Bruder, wir sind in einem Alter, der ist ein Stück älter irgendwo auch, weißt du? Und du musst 4 Leute dann direkt rausschicken, nicht einen, 4, das Bruder. Das ist schon hart. Bruder, das war schon hart. Das war euer harter Job, oder so. Ja, ja. Würde ich auch nicht gern machen. Ja, ich muss da rausstecken wollen, Bruder, sag ich dir ehrlich. Battle 2, Tano gegen Keris. Tano, deine Leistung war sehr, sehr stark. Du hast auf jeden Fall überzeugen können in diesem Battle. Keris, deine Gesangsparts waren auch sehr, sehr, sehr stark. Man hat gemerkt, wo auch deine Qualität liegt. Es war eine schwierige Entscheidung. Und wir haben uns entschieden, dass der Verlierer dieser Gruppe Keris ist. Dass ein Tano liefert, war mir bewusst. Ich habe. Wie war das dann für dich, als du wusstest, du hast gewonnen? War dir das? Hattest du irgendwelche Bedenken? Silent, Bruder, war voll hart, Bruder. Das ist auch Kongolese. Ich habe mich richtig abgefuckt, aber ich musste weiter. Du hast ihn doch ausgewählt. Ja, ich musste. Ich habe mich mit Obi unterhalten und wir haben dann eine Taktik entwickelt. Okay. Weil der Obi meinte auch so, du bist gut im Freestyle, vielleicht Keris ein bisschen schwächer, weil unsere Gruppe davor hat verloren mit Bobby gegen Hamdi. Ja. Und diesmal wollten wir halt gewinnen. Ich weiß nicht, ob mehr von unserer Gruppe dieser Challenge gewonnen haben oder vielleicht sogar unentschieden ist. Weiß ich gerade auch nicht. Aber tatsächlich war es halt einfach so, dass ich einfach weiterkommen wollte und es hat leider ihn getroffen. Ja. Aber nur Liebe, Keris, du weißt. Auf jeden Fall. Syntroneuf. Dass ein Tano liefert, war mir bewusst. Ich habe dafür, dass ich noch nicht so stark in dem Freestyle bin, habe ich auf jeden Fall mein Bestes bewiesen. Dass jetzt aber von den 6 Leuten 4 nach Hause schicken, klar, man ist irgendwie ein bisschen bedrückt. Also ich muss auch sagen, er hat es natürlich ganz gut gemacht, dafür, dass er wirklich Freestyle-technisch jetzt nicht stark ist, muss man sagen. Ne? Hat er ja ganz gut gemacht an dem Tag, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, es ist einfach nicht seine Challenge. Ja, weiß ja was ich meine. Aber verglichen mit den Freestyles im Bus zum Beispiel. Safe. Jetzt, ne? Also ist das schon auf jeden Fall nicht steigerbar für den selber. Ja, ja, klar. Aber gegen Tano trotzdem halt, ne? Keine Chance, Bruder. So. Aber ja, man muss auf die Entscheidung jetzt warten, was die Jury gefällt hat, ob es gereicht hat oder nicht. Moams, Dorian und Hamdi nach vorne. Ich bin Fan von allen drei. Sehr, sehr starke Künstler. Fiel uns auch hier nicht einfach. Wir wissen genau, dass ihr keine Freestyler seid.
vor allem Dorian. Hamdi hat auf jeden Fall geglänzt. Der hat so die Richtung vorgegeben. Bei den Moams war das ein Handicap. Der hat gegen zwei antreten müssen. Das wird auf jeden Fall die härteste Entscheidung. Der Verlierer dieser Gruppe ist leider Moams. Auf jeden Fall, ich war der Einzige, der gegen zwei gebettelt hat, also mäßig Freestyle. Ist halt schwieriger, wenn man mit zwei Mann ist. Der oder die Besseren gewinnen am Ende und so ist das halt. Ich gönne das den Jungs auf jeden Fall, Hamdi und Dorian. Habt ihr so verdient. Ist ein bisschen schade, dass man wegen einem Freestyle rausfliegt und man noch nicht richtig beweisen konnte. Vielleicht geben die den Verlierern eine letzte Chance, wo die etwas Kleines zeigen oder so, so, so. Vielleicht so ein Part, so ein Minutenpart. Dann würde ich als nächstes Obi. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Viele da draußen haben auch kommentiert, warum gibt man denen keine andere Chance oder warum jetzt Freestyle und Battle Rap. Es ist nicht unsere Entscheidung gewesen innerhalb der Jury, dass diese Challenge eingeführt wird. Ja, ja. Das war die Idee von Colin. Aber wir als Jury hatten auch viel Einfluss auf die Entscheidung danach, die ihr vielleicht am Ende seht, die jetzt dann passiert sind. Ihr wisst, was passiert ist. So, guckt auf jeden Fall und dann seht ihr das. Zeigen oder so, so, so. Vielleicht so ein Part, so ein Minutenpart. Dann würde ich als nächstes Obi und Yasin bitten, nach vorne zu kommen. Also bei euch, muss ich sagen, waren wir uns relativ schnell einig als Jury, dass Obi definitiv den besseren A Cappella-Part hatte von euch beiden. Dafür war Yasin im Freestyle besser. Für uns hat allerdings der A Cappella-Part überwogen und dementsprechend ist Obi der Gewinner dieser Gruppe und Yasin Wanda, leider der Verlierer. Du hast das so unspannend gemacht, ne? Dein erster Satz war, A Cappella war besser. Bruder, Digga, weißt du, was das Problem war? Bruder, weißt du, was das Problem war? Ich guck, die Jungs machen das alle voll spannend. So Sandro und Emre, die lassen immer so Pausen zwischen ihren Sätzen und dies und das. Bruder, auf einmal, ich weiß jetzt, ich bin dran und die haben schon so spannend gemacht. Ich so, soll ich den jetzt 1:1 nachmachen, Digga? Mhm. Und das dann wieder so spannend machen? Dann ist ja immer jede Entscheidung so in die Länge gezogen. Ja, dachte ich mir, komm, du machst einfach kurz und knapp und beim nächsten Mal machst du es wieder spannend. Du hast nicht direkt gesagt, Obi, du bist einfach. Ja. Der erste Satz. Du raus. Geh mal beiseite. In diesem Moment habe ich mir gedacht, okay, gerechtfertigt, weil ich fand Obis Part selber, ich fand Obis Part auch ein bisschen besser, weil ich habe am Anfang ein bisschen genuschelt, ich habe mein Part ein bisschen verkackt, sag ich mal so. Und ich hätte es auf jeden Fall viel besser machen können. Aber was soll man machen, so, ich bin nicht genervt oder so. Ja, ich bin raus halt, typ, ja. Dann bin ich raus, morgen geht's ja weiter vielleicht. Ist man ja doch drin, ich rechne jetzt nicht damit. Aber wenn doch, wäre stabil, wenn nicht, ist auch okay. Dann fährt man halt zurück und alles gut. So, kommen wir zu dem ersten Battle der heutigen Challenge. San Andreas und Bobby Van Damme. Zwei sehr, sehr starke Künstler. Oh, shit. Und, aber hier habe ich es, glaube ich, spannend gemacht, oder? Boah, ich hoffe, hier habe ich auch nicht einfach so trocken gesagt, Alter. Wie ihr heute beide bewiesen habt, auch sehr starke Freestyler auf jeden Fall. Alle beide sehr, sehr stark abgeliefert. Ich fand allerdings, beziehungsweise wir fanden, dass San Andreas einen stärkeren Part hatte in seinen Freestyles, aufgrund seiner verschiedenen Flow-Variationen, aktuelle Thematiken reingebracht. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass du schlechter bist, Bobby. Du weißt auch selber, ich habe dir meine Joker-Karte gegeben. Du weißt selber, was ich in dir sehe. Aber der Gewinner dieser Gruppe ist auf jeden Fall San Andreas und Bobby leider der Verlierer. Boah, Herzen sind gerade gebrochen, Bruder. Für den einen ist das so, wenn der Double Time rappen kann, ist er automatisch besser. So. Ein Künstler zu sein heißt nicht nur einfach nur schnell rappen. Aber ich sag euch ehrlich, im Freestyle war ich jetzt auch nicht wirklich brutal. Es geht noch viel besser. Und der San Andreas hat auf jeden Fall abgeliefert. Das ist halt eine Maschine, der San Andreas. Also ich will weiter. Also auf jeden Fall. Also ich habe ja mit Bobby voll 10 Minuten lang durchgefreestylt. So. Kann ich mir mal zustimmen. So. Das war jetzt nicht seine beste Leistung. So. Aber geht wilder. Na, auf jeden Fall. Also auch zu Recht, dass Sunny hier gewonnen hat. Auf jeden Fall. Klar. Ja, aber muss ihm draußen klar sein, wenn man gegen San Andreas antretet, dann muss man auf 150% sein. Ja, ja. Richtig. Vor allem jetzt hier bei der Challenge so, ne? Das war sein Gebiet. Das war sein ehrlich, Zuhause, deswegen, Bruder. Ja, so San Andreas, Bruder, das war sein Zuhause, ja. Bruder. Ich hoffe, mein Leben. Und wie Bobby sagt, dieses Double Time ist natürlich immer Geschmackssache. Mhm. Klar. Ich bin jemand, ich achte sehr stark auf Double Time. Mhm. So vor allem, wenn es clean ist, wenn es gut gemacht wird. Mhm. Weil es ist ein Skill, der wird so lange, der gerät in Vergessenheit, finde ich irgendwo. Und es ist auch ein Skill, den kann einfach nicht jeder. Es ist okay. Einfach was anderes, Mann. Also, vor allem so sauber. Ja, genau. Mittlerweile ist es aber auch schon eher so, dass nicht mehr so viele
diesen Skill feiern halt. Ja, ja, also es gibt immer, es wird immer Fans geben, die Double Time feiern werden. Aber eher die Oldschool-Fans. Halt die älteren Leute. Ja. Und entweder so, du gehst mit der Zeit. Oder du gehst mit der Zeit. Ja, Bruder. Schöner Spruch. Wallah, stark. Ich will reinhauen, ich will der Welt zeigen, was abgeht. Das war kein Front an San Andreas, ne? Nein, nein. Nein, gar kein Front. Damme, ihr wisst, weißt du, was ich meine? So, ich will zeigen, was abgeht. Gruppe Adaver Dreamers. Wie ich auch schon eben erwähnt hatte, mich hat sehr geflasht, was du gemacht hast. Deine Vergleiche waren übertrieben krass, deine Delivery war sehr anders, als ich sie kenne. Die Freestyles waren auch sehr gut von beiden. Adaver bei dir auch. Du konntest auch sehr gute Vergleiche zaubern. Es war wirklich schwer. Wir haben hier auch wirklich lange besprechen müssen, wer das Ding für sich gemacht hat. Und wir haben uns entschieden, dass in dieser Gruppe Dreamers Kartell der Stärkere war. Gibt es nochmal die Hand? Wie war das für dich? Ich sag dir ehrlich, nein. Also einfach nein, ich weiß nicht. Aber du hast irgendwie, ich glaube, du hast nie so richtig krass an dich geglaubt in der Villa so, ne? Nee, ich würde nicht jetzt gesagt, ich habe auch nur für 2 Tage eingepackt für die Villa. Ja, ja, da. Ne? Da ja, schon ja. Ja, du bist ja jetzt eh weiter, kann ich ja jetzt sagen. Den Bruder musste ich dann einkleiden auf jeden Fall nächste Woche. Ja, so, ich habe zu wenig eingepackt gehabt. Ich dachte, ich überlebe das nicht. Aber Bruder, ich muss sagen, jetzt, wo du weiter bist, kann ich das auch sagen. Ab der nächsten Runde, Bruder, du hast dich so heftig entwickelt von Booth. In der Booth fand ich dich schon nicht so krass. Ja. Aber das, was du da gemacht hast, diese Steigerung, Bruder, du hast geglänzt, Bruder. Ja, ich konnte mich ja endlich mal so richtig zeigen. Ja, also. Safe. Ja. Bruder, wie ist das für dich? Guck mal, am Anfang haben dich wirklich nicht so viele entweder nicht auf dem Schirm gehabt oder nicht so gefeiert oder dachten sich so, ja, keine Ahnung, Nebenrolle so mäßig. Ja. So jetzt in dem letzten Video beispielsweise hast du gut geglänzt, weißt du, und viele werden jetzt ganz anders auf dich aufmerksam. Die denken sich, boah, Dreamers Kartell hat eine geile Stimme, der kann ja was. Ja. Wie ist das für dich jetzt? Jetzt kommt ja so der Switch plötzlich bei den Leuten. Ist schon ein schönes Gefühl, so zu wissen, so jetzt ist man da, man kann zeigen, so. Mhm. Auf jeden Fall ist auch eine Steigerung so verglichen mit der Booth. Ne? Mhm. Also da konnte ich jetzt auch nicht alles zeigen, weil ich drauf habe. Ja. War einfach auch nicht das passende Lied jetzt dafür gewesen, aber hier also in der Villa auf jeden Fall auch gezeigt, so was ich drauf habe. Ja, ja, safe. Als ich erfahren habe, dass ich verloren habe, hatte ich das eigentlich. Also ich hab das schon geahnt. So, mir war das klar. Ja. Bitten ist nicht meins, Dissen ist nicht meins. Ich hab's trotzdem gut hinbekommen, finde ich. Deswegen, ich war stolz auf mich. Falls ich morgen raus sein sollte, wir werden trotzdem kommen, unser Weg kommt trotzdem. Icon ist ein Aufzug, der ist jetzt wieder stehen geblieben in der Mitte und jetzt laufen wir den Rest der Treppen hoch. Keiner kann es außer wie selber. Deswegen. Was für eine Metapher, Bruder. Wallah, Macher. Gänsehaut, Bruder. Glaubt an euch. Dann die letzte Gruppe. Mowgli und Wessin. Ihr wart heute die stärkste Gruppe. Es war das beste Battle in meinen Augen. Aber auch die schwierigste Entscheidung. Wenn es nach mir gehen würde, wärt ihr beide die Gewinner. Aber wir mussten halt gucken, dass wir wirklich bei euch am meisten rausfiltern, ob es jetzt die Lines war, ob es die Delivery war. Mowgli hatte viele Lines, Wasim hatte viele Überraschungen, ob es das mit Colin war, ob es dieser... Boah, guck mal, wie geil der das spannend macht, der Emre, ne? Sei ehrlich, Bruder. Das, ich muss mir echt sagen, das muss ich mir abgucken, Bruder, so bei diesen Entscheidungen. Das macht der gut, Bruder. Redet. Ja, ja, Bruder. Ob es jetzt die Lines war, ob es die Delivery war. Mowgli hatte viele Lines. Wasim hatte viele Überraschungen, ob es das mit Colin war, ob es dieser Double-Time-Part war, ob es der Gegnerbezug war. Und wir haben uns dafür entschieden, dass jetzt Mowgli knapp gewonnen hat. Mit mir selber bin ich auf jeden Fall zufrieden und Mowgli hat auf jeden Fall auch verdient gewonnen. Ja, es war ein sehr enges Ding, also egal wer es gewonnen hätte, es wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Also was die Jury gesagt hat, bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Das, was alles über Mowgli gesagt hat, bin ich 100% der Meinung. Und das, was über mich auch gesagt wurde, auch 100%, also bei allem. Es gab nichts, wo ich jetzt sage, okay, da kann ich dem widersprechen oder so, also das gab es auf keinen Fall. Also das gönne ich ihm mit Herz. Okay, Jungs, ihr seid diejenigen, die auf jeden Fall bis morgen früh zittern werden müssen, denn von euch werden 4 Leute nach Hause gehen müssen. Noch was? Wir sehen uns morgen früh. Mein Bruder.
danach. Oh. Bruder. Oh. Nachdem das ausgesprochen wurde und ein paar Leute wussten, okay, ich trete jetzt in einem Solo-Song auf, so, Bruder. Mhm. Diese Nacht war die schlimmste. Ja, Arwena, ne? Bruder. Mhm. Jetzt, der Villa-Knacks hat angefangen, Bruder. Also ihr müsst euch vorstellen, die Kandidaten, die rausfliegen, die haben jetzt quasi keinen Grund mehr, sich gut zu benehmen. Oder gut benehmen zu müssen. Das heißt, die drehen durch. Und jetzt geht's los. Passt, ne? Let's go. Auf jeden Fall, Leute, was soll ich euch sagen? Icon ist zu Ende für uns. Nein, Spaß, mal schauen, wie die Entscheidung morgen fällt. Bruder, ich glaube, das ist ein Raum. Bruder, welcher Raum war so? Das ist draußen oder nicht? Meinst du? Ich glaub, weil das schallt ja so. Ja, aber da war doch eine Überdachung auch. Kann ich ja sein. Ich weiß nicht, Alter. Wie die Entscheidung ist, ich fliege morgen. Ich gehe an Bahnen gerne malen mit diesen Spray-Dings da. Ich mag sowas, das ist mein Hobby. Ich wollte eigentlich noch nie Musik machen. Unmöglich so liebe hier. Und eigentlich mag ich nur Basketball spielen und ein bisschen Graffiti so. Tobi, du Hund! Tobi! Komm, geh zu Jonas, komm! Geh zu Jonas! Tobi, der Hund, ich pack den, ich erwürg den. Tobi, warte ab. Jonas. Ihr könnt da nicht rein. Nein. Oh. Mach das nicht. Ich geh da trotzdem rein. Wie geht's denn? Hast du über die Worte? Ey, wisst ihr, was das Lustige ist? Merkt ihr, wo der Weg geht? Bruder, der hat auf den Boden geschlafen. Nah. Auf dem Holzboden, Bruder. Bruder, guck mal, wie die runtergucken, Bruder. Das, Bruder, nächste Lachkick, Alter. Ey, wer weiß, wie viel Uhr das war? Das war doch bestimmt 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Ja, das war das. Oh, Bruder, das war richtig spät, Bruder. Oder spät, ja. Die Sachen gehört. Wenn du es unberechenbar hast. Du hast es nicht so oft gehört. Auf Gott, ich habe es immer auf Gott wirklich gehört. Ja. Boah, Alter, was? Kein Problem, ich bleibe wach. Was wird denn jetzt heute? Ich glaube, ich kenne die Leute nah. Jonas, du Hund. Kamera nicht. Tobi, du Hund. Ich kenne nicht die Fresse, Alter. Wir kriegen einen Villa-Knacks hier. Ja, da hat es angefangen. Dieses Gemälde, das wurde von Juan Frau. Oh, das weiß ich noch ganz genau. Das weiß ich noch ganz genau, Bruder. Bruder, das war nachts, Bruder. Und wir mussten schlafen, weil wir mussten sehr, sehr früh aufstehen. Und irgendwie hat sich jeder in euer Zimmer versammelt, ne? Ja, ja, bei uns alle. War voll, bei uns war voll. Bruder, das war wir waren auch noch Bruder. Die einzigen, ich schwöre, Bruder, wir wollten um 12 Uhr irgendwie so schlafen gehen. Wir haben sogar diese, wie hieß das nochmal, so eine Schlafmethode auf YouTube angemacht und wir wollten schön schlafen. Schön schlafen. Wurde gecrashed, alles vorbei. Ich mein Bruder, Herz, aber ey. Bei dir habe ich oft gesehen, du bist um 12 Uhr bist du verschwunden und um 4 Uhr nachts kommst du wieder runter so. Das Ding, ich war immer oben. Das Problem ist, wir haben uns in dieser Zwischenzeit, ne? Wir haben uns unterhalten über alles, wir drei. Und der Bobby war ja auch immer ab und zu dabei, der war ja auch in unserem Zimmer. Wir haben gelacht, wir alles. Wir haben so viel geredet, Bro. Und ich schwöre, wir gucken auf die Uhrzeit, ey, wir müssen gleich aufstehen. Ja, Mann. So. Dieses Gemälde, das wurde von Juan François Mozart in den 19.30. Jahrhundert gerührt. Das hat er gemalt mit Schuhen so drin und Schweiß drauf. Mit Achsenschweiß hat er so gemacht, Pinsel. Hat er so nie drauf gedacht. Oh, mit seiner Panda-Hand steckt er dagegen, Bruder. Oh, Mann, geil! Verdammt! Boah. Scheiße, Alter! Da merkt ihr schon, der Knacks aber da, Bruder! Walla, guck mal, Knacks ist da, Bruder! Hab ich schon eingeklemmt! Oh, Mann, geil! Die Leute, die bläst mich raus! Das war. Was geht denn hier ab, Alter? Alter, was zum Teufel? Morgen kommt dicke Beschwerde! Bruder, hier liegt die ganze Villa liegt jetzt im Wasser. Damit ihr wisst, der mietet nie wieder eine Villa für Icon. Wenn ihr wisst, ihr seid bei Icon 5, ne? Wir haben alles für euch kaputt gemacht. Nie wieder. Die mietet da irgendwas und gibt irgendwas für uns Geld aus. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Ich weiß nicht. Mit welchem Kopf? Er bereut komplett. Bruder, das ist schon hart, Alter. Der Arme. Der Arme. Scheiße. So, oh, was hat er sich gedacht mit 16 Kennex? Ja, so, Bruder. Bruder. Der denkt sich, das war der dümmste Fehler in meinem ganzen Leben, Bruder. Colin, Alter. Hab ich mir gedacht, Alter, lad einfach mal 16 Rapper in irgendeine schöne Location ein. Ich weiß nicht, wer mit seiner richtigen Kopf auf so eine Idee kommt. Ich bereue es.
hörst im Hintergrund, wie alle trotzdem lachen und so, alle haben Spaß und der nicht, Bruder. Verdammt. Dieser verzweifelte Blick, Bruder. Ich bereue es jetzt schon, denn es ist erst Tag 3. Also, wir werden sehen, was passiert. Da hat er uns hochgenommen. Ey. Da haben wir uns hochgenommen. Bobby. Es tut mir leid für dich, mein Gova, aber du musst genau jetzt aufstehen. Die Künstler, die gestern verkackt haben, machen heute genau jetzt einen Song. Genau jetzt, Bruder. Du musst aufstehen. Wenn du nicht willst, Bruder, last chance. Genau jetzt. Let's go. Ich schwöre, ich steh auf, Bruder. Ihr habt legit so 2 Minuten Zeit, um mich unten zu treffen und zu sagen, was ihr machen wollt. Krass. Also. Boah, ich hab voll vergessen, ne? Dass sie da Songs performt haben. Ja, ja, jetzt kommt ja, das meinte ich ja. Vergessen. Ich hab's voll vergessen. Das meinte ich ja. Also, Colin hatte ja diese Challenge eingeführt und wir haben dann gesagt: Ey, guck mal, Colin, das sind keine Battle-Rapper, keine Freestyler, die sind hier aus einem anderen Grund. Ja, okay, und okay. Klar ist das Entertainment pur und unterhaltsam, aber Bruder, so, da leidet die Qualität von Künstler zum Beispiel. Okay. Und da haben wir gesagt: Bruder, lass die nochmal auftreten, letzte Chance. Boah, ich bin gespannt, weil ich sagte ehrlich, ich glaube, ich habe wirklich die Songs vergessen. Ich hab's auch vergessen. Wart ihr überhaupt dabei, als sie performt? Ich glaube nicht. Wir waren nicht dabei. Ihr habt die gar nicht gesehen. Ja, das kann sein. Ah, sag doch. Liebe Jury, ich bin heute Morgen wach geworden und hatte mir so überlegt: Alles Künstler hat mich gestern gefragt, ob sie nochmal einen Song performen können. Und heute Morgen. Warte! Aber wieso ist das so, als würdet ihr euch fragen? Bruder, weil er uns das erklärt. Und Bruder, es war 9 Uhr morgens. Und Bruder, ich schwör auf alles, der hat die Tür fast eingeschlagen. Ne? Bruder, dumm, Bruder. Der hört doch nicht auf, Bruder. Bruder, und der hat so lange geschlagen, bis wir aufgemacht haben, Bruder. Ja. Wir sagen, ja, hör auf zu schlagen. Der schlägt weiter, Bruder. Und dann sagt er, ja. 5 Minuten Video drehen. Als würde der euch so für einen Auftrag fragen. Oder bitte, guck mal bitte meine Augenringe. Ja, Bruder. Jetzt einfach. Ich habe gestern gefragt, ob sie noch mal einen Song performen können. Guck mal, ich bin noch am Schlafen, heute Bruder. Heute Morgen bin ich mit dem Gedanken wach geworden, ist gar nicht gut, ihnen noch mal diese Chance zu geben. Bruder, ich war noch halb im Halbschlaf. Ich habe diesen Traum noch gesehen, den ich gesehen hatte, Bruder. Der war noch in meinem Kopf. Und heute Morgen bin ich mit dem Gedanken wach geworden, ihnen noch mal diese Chance zu geben. Wir haben die auf Schnelle wach gemacht. Die hatten keine Vorbereitungszeit, kein gar nichts. Die Künstler, auch uns. Bei uns hast du fast die Tür eingeschlagen. Und bei euch auch. Deswegen müsstet ihr jetzt leider unter meiner Idee ein bisschen leiden. Tut mir leid, ich weiß, ihr seid alle müde. Ich weiß, ihr seid alle müde. Aber ich denke, es ist eine gute Chance nochmal für euch, euch zu beweisen, zu zeigen, was ihr drauf habt, bevor die finale Entscheidung gefällt wird. Das heißt, wir müssen jetzt gleich auf die Schnelle, die performen jetzt ihre Songs. Und ihr werdet sofort eine Entscheidung treffen, welche die zwei Künstler sind, die ihr weiter mitnehmen möchtet. Die anderen 4 Künstler müssen sofort ihre Sachen packen und werden um 12.30 Uhr losgefahren zum Busbahnhof in Antwerpen. Sind alle damit einverstanden? Also alle Künstler sind damit einverstanden, dass wir das jetzt machen, ne? Was denn? Jessin sagt echt, der will nicht. Nee, ihr seid damit einverstanden. Aber seid ihr damit einverstanden, dass ihr jetzt nochmal einen Auftritt habt, einen Extra-Auftritt? Was denn, Bruder? Die ist die Story, weil ich auch noch. Der kam rein, irgendwie der so, du musst deinen Song posten, ich hab keinen Bock. Also lass mich schlafen, Bruder. Ich war Bruder, der war voll heiser, ne? Sein Stimme war voll kaputt, Bruder. Yassin haben wir versucht wach zu machen. So, seine Stimme ist komplett kaputt. Er hat sich entschieden, die Challenge nicht anzunehmen. Okay, der erste Künstler, der auftreten soll, ist Adaver. Mach du eben. Wenn ich verkacke, ist egal. Wish, für Yassin. Wish. Hey. Ja, sie kommen abends an, ein Schuss nur durch Tatendrang. Auf der Jagd schon jahrelang, tick Case und knick die Karte dann. Ja, sie kommen abends an, sie kommen abends an, sie kommen abends an. Bruder, ich hab mich gerade gefragt, was hab ich mit meinem Kopf da gemacht, Bruder? Ganz am Anfang. Ich war wirklich noch im Traum, glaube ich. Durch Tatendrang, auf der Jagd schon jahrelang, tick Case und knick die Karte dann. Ja, sie kommen abends an, sie kommen abends an, sie kommen abends an. Hey, wish, hey. Traum geplatzt, hab bedacht auf den Boden. Mama wollte einen guten Jungen, aber ich will zum Ganoven. Viel passiert in der Gegend, wo wir wohnen. Ich fick deine Hemmung, machen weiter, bis sie holen. Siehst mich vor Toros stampen. Pull steigt da, wenn uns Bullen flanken. Kopf gefickt, nach den Handschellen. Mann in Blau will uns an die Wand stellen. Es war immer schon kalt in meinem Bando. Leitung heiß und ich höre ein Echo. Anaya sind extrem mit Tempo. Sind gefangen, die Zeit hier ist endlos. Die Frage, wie weit noch? Hey, ich wage. Ein Kreislauf in Laden. Ein Einlauf für Bares und ein Gang.
Sag, wie weit wir gehen, sag, wie weit. Block verliebt, bin im Block verliebt. Kam mir auch bekannt vor. Das hat der recycelt. Ich glaube nicht, dass genau die gleichen Lines waren, aber vielleicht der Flow. Was die gleichen Lines? Jetzt gegen Ende waren es die gleichen Lines. Ja, natürlich. Doch. Auch so. Doch, doch. Dann hat der Bruder gespart. Krass. Aber an sich, das Lied war nicht nice, ne? Ja. Also Beat, alles so, seine Stimme. Das ist sein Ding. Alles für Money, die Gegend kalt. Alles verloren, wir haben alles verloren. Ja, sie kommen abends an. Ein Schuss nur durch Tatendrang. Auf der Jagd schon jahrelang. Was noch krasser gewesen wäre, wenn er mit der Stimme ausgerastet. Ja. Du weißt, ein bisschen Druck, weißt du? Das ist ein Hook vor allem, ja. Der kann das eigentlich auch. Aber die Hook ist cool. Klar, Bruder. Ja. 9 Uhr morgens, der Bruder ist müde. Die Case und knickt die Karte dann. Ja, sie kommen abends an. Sie kommen abends an. Sie kommen abends an. Hey, Adaver. Wesh. Danke viel. Wir würden sofort wahrscheinlich zum nächsten Künstler gehen, oder? Der nächste Künstler wäre Morms. Bobby, ich muss ein Wort sagen, wo ich Schrift tun kann. Dann schick mal bitte Bobby rein. Morms, bist du ready? Ja. Okay, dann. Hä, was muss Bobby machen? Ein Wort, nur ein Wort. Ach so. Damit der Luft holen kann. Ach so. Das war schon schwer. Ja, ja, normal. Anna, ja. Bobby, fang dann bitte sagen. Mohams, I count 4. Bin noch am Anfang, meine Jungen sagen, Mohams, mach langsam. Mama meint, mein Sohn sei achtsam, kann nix dafür, weil die Pussy mit 8 kam. Drohen mit Rücken und Nachnamen, fies de Pute werde nicht nachahmen. Aber vor eBay, ich hau ich an fies, halt direkt à la Bobby Van Damme. Deutsche bist fake, so wie de la rue, vrai des aides, du weißt, ich bin immer bienvenu. Boucher Platz Avenue, 5 Sterne ein Menü. Hans ist sadig, ich bin immer attendu, kannst nix sehen, wenn ich wie ein Blitz einbrech. Auf mich wird geschossen, normal, dass ich mich recht. Rappen von Fluss und sagen, ich stick's weg. Nee, so wie genau. Man hat gemerkt schon, ja, aber bist du, er wurde sich unsicher an einer Stelle, ja, und jetzt kam der Verhörsler. Was, schade. Was hat er da gesagt? So, warte, wir hören nochmal. Oh, das ist geil. Fake, so wie De La Rue. Irgendwie sowas, ne? Warte mal. Also, Hashtag LoFitner, ne? Natürlich. Vrede, ja. Du weißt, ich bin immer bienvenu. Boucher Platz Avenue, 5 Sterne ein Menü. Chip werde nicht nachahmen. Aber vor eBay, ich hau ich an fies, halt direkt à la Bobby Van Damme. Deutsche bist fake, so wie De La Rue. Vrede, ja. Du weißt, ich bin immer bienvenu. Boucher Platz Avenue, 5 Sterne ein Menü. Hans ist sadig, ich bin immer attendu. Kannst nix sehen, wenn ich wie ein Blitz einbrech. Auf mich wird geschossen, normal, dass ich mich recht. Rappen von Fluss und sagen, ich stick's weg. Nee, so wie genau wie ein Pistes. Et dans le noir, tu m'avais promis, mais bon, y'avait personne. Der war ja richtig nervös. Ja, unnormal. Ich sehe die zittern jetzt erst. Das habe ich an dem Tag auch direkt gemerkt, aber ich muss sagen, also bis dahin hat er das so gut gemacht, dann hat er sich leider nicht mehr im Griff. Bis zu dem Schock war es eigentlich nicht schlecht. Ja, das hat sehr, sehr gut angehört. Klar, man kann jetzt sagen, die Reime waren jetzt nicht die geilsten Reime, so waren einfach Reime, aber... War cool, Bruder. Ne, war cool, ja. Bienvenue, Boucherplatz, Avenue. Das ist, guck mal, das Ding ist manchmal bei seinem Französisch. Wenn man das auch wirklich verstehen würde, ich spreche auch ein bisschen Französisch. Ich schwöre, der hat geile Lines, zum Beispiel bei diesem Kriminal. Der sagt ja, j'ai trouvé mon chemin, pas besoin de tom-tom. Dann sagt er so, ich habe meinen Weg gefunden, ich brauche kein tom-tom, also kein Navi. Das sind schon coole Lines halt so. Ja, Bruder, aber woher soll ich das denn? Normal, normal. Klar, Bruder. Die Welt wartet ab bis zum jüngsten Tag. Hey. Tu sais bien. Ruya, y'avait plus personne. Migal, ob du weißt, Mama, es halte ich noch aus. Mais moi la passe, ich mets le but. Ich connais la Hesse, Ruya, même la chute. Vas-y, parle pas trop, t'es qu'un fils de pute. Fils de pute. Mais moi la passe, ich mets le but. Ich connais la Hesse, Ruya, même la chute. Vas-y, parle pas trop, t'es qu'un fils de pute. Hey. Guck mal, der fuckt schon ab, der Arme. Wow. Können wir direkt den nächsten callen? Oder schau mal, wo du verkackst. Also so ein Einstieg, oder? Und du weinst so bis unzufrieden mit dir und eine Kamera kommt in deine Fresse noch. Abgejigs, Bruder. Krank. Als nächstes würden wir gerne den Song von Chris hören. Das könnte auch so ein R&B-Sänger in Amerika sein, ne? Durag, Kids Park, Adidas und so. Chris, bist du ready? Ja. Okay. Ja.
5-3-9. Frag mich nicht mal. Colin war wieder am Mic. Hä? Du hörst das dann, ne? Kiri ist in Bestform. Guck ich hier unter Druck, doch ich mach dich kaputt, so wie Conor McGregor. Diesmal hol ich den Jackpot, undefeated wie Hancock. Bewege mich vogelfrei, bin dem Tod nicht weit, es braucht nur ein Headshot. Erlaub mir kein Patzer, denn Fehler zu machen ist lachhaft. Sie wünschen mir zwar den Hype, doch geht es vorbei, wer ist dann auch noch standhaft? Wir wollen raus aus dem Elend, doch haben tausend Probleme. Doch können es keinem erzählen, kämpfen um zu überleben. Nicht leicht, wir waren nie siegreich. Und alle Niederlagen, die wir bisher hatten, sinken tief rein. Uns fehlt die Zeit, sagt mir wie weit. Lohnt es sich weiter zu gehen, wenn der Schmerz meiner Seele sich nie heilt. Seele Melodie, Gott vergib uns unsere Sünden. Bruder, das geht ja voll ab. Bruder, ich schwöre es dir, das war, ey, das ist krass. Das ist echt gut, ja. Ich hab jetzt geschockt wegen, was haben wir da, irgendwas hab ich zu dir gesagt, sei mal leise oder so. In der Jury. Mir wie weit, lohnt es sich weiter zu gehen, wenn der Schmerz meiner Seele sich nie heilt. Seele Melodie, Gott vergib uns unsere Sünden, sag, verdienen wir das Paradies. Die weiße Weste, die wir trugen, ist inzwischen nur noch Anthrazit. Nur volles Risiko, doch gefangen der Illusion. Bokupa sind immer wie jeder ist da, wenn du fliegst, doch keiner, der hilft, in der Not zu landen. Fragt mich der Kameramann nach nem Lächeln, sag ich, es ist nicht vorhanden. Bewege mich weiter, die Kraft in den Beinen hab ich Mama zu verdanken. Doch zu welchem Preis? Dieselbe Person muss seit Jahren im Rollstuhl fahren. Darf nicht aufgeben, obwohl diese Wege so eng sind. Dämonen bringen mich im Krank. Bruder. Sag dir jetzt. Ein bisschen Gänsehaut. Ehrlich, ungelogen, das Beste, was ich von dem bis jetzt gehört habe. Ja, Geries. Boah, Geries, was hast du gemacht? Dieser Rap-Part war brutal stark. Kraft in den Beinen hab ich Mama zu verdanken. Doch zu welchem Preis? Dieselbe Person muss seit Jahren im Rollstuhl fahren. Darf nicht aufgeben, obwohl diese Wege so eng sind. Dämonen bringen mich in Bedrängnis. Glaub mir, dieses Leben vergänglich. Ja, ich bin zwar lebendig, doch die Welt, wo ich lebe, zahlt die Dämonen mehr. Wir 10 Tage ab, bis wir die Welt verlassen, wie Insassen in einem Gefängnis. Nicht leicht, wir waren nie siegreich. Und alle Niederlagen, die wir bisher hatten, sinken tief rein. Uns fehlt die Zeit, sagt mir, wie weit. Lohnt es sich weiter zu gehen, wenn der Schmerz meiner Seele sich nie heilt. Seele Melodie, Gott vergib uns unsere Sünden, sagt verdient. Digga, ich hab das gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Das ist ehrlich übertrieben. Ey, ich hab gerade so ein bisschen so den Gedankengang, als wenn Kiris das nochmal neu aufgenommen hätte im Studio. Vorher noch mit diesem Bam Bam am Anfang, das wird auch rausgeschnitten zum Beispiel. Kann sein, dass der hatte 2 Auftritte. Ich glaube, der hat so beim ersten verkackt gehabt und dann hat der... Nein, wir haben Verkacke haben wir gar nicht weitergelassen, glaube ich, hier. Echt? Wie war das, Alter? Ich glaube wirklich, er hat das nochmal neu gemacht. Weil in der Villa war das nicht so krass. Oder? Seid dir ganz ehrlich, Kiris, wenn du das siehst, Bruder, hau das Lied raus. Bruder, das ist echt stark, Alter. Das ist sehr, sehr gut, Bruder. Dienen wir das Paradies. Die weiße Weste, die wir trugen, ist inzwischen nur noch Anthrazit. Nur volles Risiko, doch gefangen der Illusion. Oku passiert immer wie Mofero Sela Maladie. Also. Guck mal, starker Song, gut gemacht. Ja. Mich fehlt da auf jeden Fall noch. Irgendwas fehlt da. Ich weiß, was weißt du meinst. Weißt du, was bei mir das Ding war? Ich fand heute bei Kiris fand ich den Rap-Part viel besser als den Gesangspart. Sonst ist bei Kiris immer so sein Ding, sein Gesangspart übertönt einfach sein Rap. Hm. Aber diese Lines, die er da ausgepackt hat, das war krass, Bruder. Da ist sein Gesang sogar untergegangen ein bisschen daneben. Bei dem Song finde ich als Gesamtpaket jetzt so wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Ja, der Song gut. Ich würde es auch in meine Playlist packen. Ich würde es hören, wenn es mir nicht gut geht und so. Ja, Kiris, so. Bruder, gib mir die Lines raus, Bruder. Bruder, was er da gesagt hat, war echt stark. Das ist ein Song, das ist ein Kopfhörer, Bruder, so, weißt du, ich meine, also so kann man Winter, aber auch, so. Kann man auch nicht zu jeder Situation hören, ja, aber wenn du genau in dieser Lage bist, dann wirst du dieses Lied fühlen. Fühlt man das immer inhaltlich anders. Hat er es gut gemacht, safe. Dein bestes Lied. Bis jetzt, meiner Meinung nach. Wir wollen als X Bobby von da. Bobby! Das
Der sollte hier nicht so viel ausholen. Alter. Du bist. Ja, und der nimmt das zu viel im Vorteil ist. Hey, Haare nach hinten, sagt er. Gova GmbH, war geil. War so geil, das Ding, ne, ich schwöre. Treppenhaus 77. Der ist noch am Schreiben, Bruder. Hinter Nase. Digga, Bobby, Mann. Du brauchst aber voll lange. Bist du ready? Minuspunkte, Abzug. So, Bobby, trink noch einen Schluck. Danach am besten einmal vor dem Mic positionieren. Gib Gas, Bobby. Okay, Bobby, bist du ready? Ja. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wallah, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was das war. Das sind alles neue Songs für mich. Ach so, ja, ja. Mama hat Kummer, Block voller Sorgen, kochen das Pulver, Narben verborgen, boah. Nix wird hier bunter. Oh, fängt aber gut an. Oh, glaub, geile Atmosphäre. Böse, ja. Ja. Wallah. Böse, ja. Doch ist hier normal, wir schweigen vor Mutter, doch sterben vor Qual. Hoja, wo kommen wir raus? Das Ende ist nah, das Ziel so fern. Der Zinker schrieb leider meinen Namen da drauf. Vertrauen ist gut, doch leider nicht wert, der Block ist so grau. Zu viele Jahre hat Bobby dem Falschen vertraut. Wow, 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 wow. Was, wenn dich nur noch die Mailbox erreicht? Was, wenn dein Bruder dir von Seite weicht? Hörst du das Elend im Viertel, die Gegend verwirrt? Bist du innerlich auch zerreißt? Ulla komplett, alles verloren. Sogar ein Zellem ist doch hier gelogen. Sie sagen, die steckt dein Geld. Da hat er aber eine Line, hat der. Was war da? Was sagt der? Warte. Zellem ist gelogen. Was, wenn dein Bruder dir von Seite weicht? Hörst du das Elend im Viertel, die Gegend verwirrt? Bist du innerlich auch zerreißt? Ulla komplett, so, okay. Alles verloren. So. Sogar ein Zellem ist doch hier gelogen. Sie sagen, die steckt dein Geld doch in Drogen und nimm von den legalen Wegen den Bogen. Sie gönnen dir nix, ja. Außer dass du fällst oder du dich stellst. Voila Politik, das einmal um die Welt oder Land in Zellen. Ja, ich kenne die Tricks. Ja, ich kenne die Tricks, Bruder, Hals gefickt. Sie gönnen dir nix. Sie gönnen dir nix. Und es wird immer schlimmer. Mama, du weißt, hier im Block gibt es keine Gewinner. Narben verborgen, das Glück schon verloren und alles behindert. Überfall, mein Bruder muss wieder rein in dem zu engen Zimmer. Und alles wird schlimmer. Voila, Mama, es tut mir noch leid. Wann ist die Seele denn endlich befreit? Krisen im Kopf und der Hunger ersteigt. Wann geht das Ganze denn endlich vorbei? Wow, wow. Wow, wow. So wie verflucht laufen wir durch das Leben, vorher Wut sammelt sich im Bauch an, mir geht's nicht gut. Brüder sind am Sitzen, in mir brennt Blut. So wie verflucht laufen wir durch das Leben, vorher Wut. Sehr, sehr viele Melodien, ne? Also auch schon allein schon diesen Lied hat der parat, ne? Das ist krass. Extrem abwechslungsreich wieder, ne? Ja, weißt du, der Bobby. Aber weißt du, was das Ding bei dem Song ist? Es hört sich ein bisschen ähnlich an zu seinen anderen Songs. Dieses. Ja, wie immer, ja, mein Bruder. Ja, mein Bruder. Ja, weißt du, so die Melodie, also so, das hört sich ein bisschen ähnlich an. Aber eben war eine Melodie, die war stark. Also ja, der weiß, was er macht, der Bobby. Er weiß schon. Gut, sammelt sich im Bauch an, mir geht's nicht gut. Brüder sind am Sitzen, in mir brennt Blut. Bobby Van Damme, ihr wisst Bescheid, go was, Treppen aus. Der nächste wäre Westin, bitte. Ey, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ich hab nie getickt, aber ticke nicht richtig. Doch die Uhr ist am Ticken, mein Herz ist mir wichtig. Jede Stunde schlägt es etwas langsamer. Steine, sie fallen wie Castana. Vom Herzen so wie bei Interstellar. Laufe durch Gasse, doch zeig kein Gesicht. Ich sehe Plakate, doch hab nie gerippt. Sie reden und reden, doch ohne Gewicht. Worte, denn Taten
Gedanken, sie riechen nach Gift. Alles dort weh, Amo, alle weit, weit weg, hallo. Sind in mir drinne, doch auch im Bericht. Vermisse den Libanon, leben im Standort London. Vermisse mein Cousin von Frankfurt bis Hongkong. Seele am Weinen, wie Körper von King Von. Mein Leben pendelt, wie Bälle im Ping-Pong, Ding-Dong. Ich mache auf und ich sage, come in, Bro. War der Teufel und er sagte, win one, shin schon gut. Oder bist du wie King Kong oder der Jin Kong? Der Teufel flüstert mir Sabr, die Seele, sie schreit in mir, West im Gebeten. Ich hab den Brüder in Stories, noch warum erwähne ich sie nicht in Gebeten? Oh, so interessant, Bruder. Hast du hast schon am Anfang einfach nochmal gesagt, also ich habe noch nie getickt, aber ich ticke nicht richtig. Der Lyrisch ist da auch sehr stark. Er bedient halt die Thematiken nicht so, wie sie schon tausendmal bedient wurden. Er macht es auf seine Art und Weise, das ist geil. Mir West im Gebeten. Ich hab den Brüder in Stories, noch warum erwähne ich sie nicht in Gebeten? Scheiß mal auf mich, meine Brüder, ich hab mir um euer Verständnis gebeten. Ich halt meine Fresse am Tisch, weil der Teufel im Griff hat meine AG beten. Meine nicht in den weltlichen Scheiß, ich rede von den 10 Geboten. Ich wollte doch nur für ein paar Jahre probieren, Shaitan hat mir 10 Geboten. Ich lasse ein Pakt, West im Gebet, wenn eins packt. Es war sein letztes, bevor er ein Pakt, seine Lücken und Tücken, wo Teufel ein Pakt. Ich mache wieder Filme, mach Filme wie Jimmy Fallon, meine Mutter, mein Bruder, mein Vater, Himmel oder Hölle. Fresse rein, diesen Scheiß, jeden Tag ohne Preis. Gründe sind die Gründe für ein Leben mit der Eins. Ich sterbe voller Sünden, voller Dynamit. Keine Sorge, treffen uns auf einem Dynamit. Salam tak amigo, du warst mal anders, verändert den Spielus. Salam tak amigo, wir waren stolze Südländer im Minus. Salam tak amigo, gelitten, doch sag dich mal wie ihr tranquilo. Salam tak amigo, heute ist du Para von Denver bis Rio. Alles tut weh, amo, alle weit, weit weg, hallo. Sind in mir drinne, doch auch im Bericht. Vermisse den Libanon, leben im Sift. Alles tut weh, amo, alle weit, weit weg, hallo. Sind in mir drinne, doch auch im Bericht. Vermisse den Libanon, leben im Sift. Ich hab den getickt, aber ticke nicht richtig. Doch die Uhr ist am Ticken, mein Herz ist mir bestellt. Jede Stunde schlägt es etwas langsamer. Steine, sie fallen wie Castana. Vom Herzen so wie bei Interstellar. Vom Herzen so wie bei Interstellar. Ey, yeah, ey. Walla, stark, Wessim. Ja. Walla, sehr, sehr Bruder, stark. Bruder, Wessim, Bruder, Respekt. Bruder, ne, wirklich, also, ich finde bei Wessim, Bruder, du hast nicht mal so viel Zeit zum Nachdenken über den Line, weil direkt im nächsten ist direkt schon wieder ein Line, tiefgründige Lines. Ja. Er bringt zum Nachdenken. Ja, 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 ja. Du hörst ihm auch gerne zu, weil er diese Thematiken so geil verpackt, ja, einfach, richtig. Weißt du? Stark, Walla. Wer noch? Keiner, das war's. Dann würde ich sagen, alle raus, der Jury. Ja, oder hey, Jungs, ja, das ist zu spannend, ja. Haben 10 Minuten? Ich kann es selbst nicht mehr. Ja, wo ich brauche Trink oder wenn du. Ja, ja, wir werden es nicht mehr. Hast du auch gehört? Ja, gell. Er hatte sehr viele Luftprobleme. Ja. Sehr, sehr viele Luftprobleme. Guck mal, das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, das ist. Ja, du hattest Flow weg, da. Wer in dem Moment? Das war so. Du hast erzählt, weißt du, was ich meine? Deswegen war es los. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? So. Ah, ich stimmt, hab von draußen reingeguckt. Stimmt. So, wenn ihr jetzt die Songs gehört habt, ne? Mhm. Wem würdet ihr so weiterlassen? Seid ihr ganz ehrlich, knallhart, Bruder. Ich würde Wassim echt weiterlassen. Mhm. Weil der hat da echt rasiert. Also Wassim weiterlassen? Mhm. Wen noch? Und ich sag jetzt, versuch mal zu jedem Einzelnen was zu sagen. Der Moritz hat leider verkackt. Mhm. So. Der Adaver war ein guter Song. Mhm. Aber da waren andere, die waren stärker. Der Bobby war auch stärker als er, mhm, aber Kiris war auch sehr stark. Ja. Zwei Leute kommen weiter, ne? Mhm. Ja. Pendelt dann noch zwischen Kiris und Bobby, ja? Ich würde beide weiterlassen. Kiris und Bobby? Drei dann, oder was? Ja, ich würde alle mitnehmen. Nein, nein, versuch dich auf zwei. Machen. Auf zwei festzulegen. So waren wir auch, oder? Versuch. Boah, hart. Welche zwei würdest du mitnehmen? Wassim muss mitkommen. Ja. Und? Ich glaube, da tendiere ich eher zu Kiris. Kiris und Wessim. Ja, du auch? Aber ja, Bobby war auch krass, genau, ne? Okay. Ja. Bevor die Leute hier durchdrehen jetzt. Bobby war auch krass, keine Sorge. Okay. Das, das sind keine Kandidaten, die das Ding hier heute gewinnen. Beziehungsweise wer? Ja. So, sehe ich genau, die das Ding. Deswegen war es auch los. Weißt du, monoton, aber weißt du, was ich meine? So, das wäre die Einzige. Sind keine Kandidaten, die das Ding hier heute
gewinnen. Beziehungsweise weiterkommen. Ja. So, sehe ich genauso. Weißt du warum? Weil normalerweise spiele ich viel mehr mit der Stimme. So viel mehr. Guck mal, ich sag da viel mehr. Ich krieg wieder Voice Crack. Oder ich kann das nicht betonen. Da hätte mehr kommen müssen. Das war noch nicht. Wer war heute von der Leistung her für euch der Beste? Ganz deutlich. Also die Lyrik, die hat mich auf jeden Fall gepackt, vor allem da ab der Mitte. Das waren geile Lines auf jeden Fall, aber das reicht nicht aus. Ich fand aber die Töne, die er getroffen hat, fand ich sehr stark. Sandro, ja oder nein? Kannst auch nein sein, wenn du nicht für den bist. Voting, Sandro, Challenge 3, Voting, BZ, Mikrofon 3. Dankeschön, Jungs, erstmal für euren Auftritt. Ihr wart ja im Verliererteam aufgrund der Challenge. Ihr habt euch alle nochmal unter Beweis gestellt. Dankeschön erstmal dafür. Für 2 wird die Reise weitergehen. Und für 3 wird die Reise hier enden heute. Selbst wenn ihr heute rausfliegt, könnt ihr stolz auf euch. Bruder, das Ding ist, ich weiß selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist der einzige Tag, wo ich denke, Bruder, es kann sein, dass ich voll Müll gelabert habe, weil es war 10 Uhr morgens. Bruder, ich hatte nicht mal Bock, ehrlich gesagt, diese Songs zu hören, Bruder. Wir haben nicht mal Zähne geputzt, Digga. Ich hatte keinen Bock, Bruder, und ich muss dann... Weil das Ding ist, du hörst ja den ganzen Tag Musik von morgens bis nachts und dann stehst du auf mit 2 Stunden Schlaf und dann musst du noch bewerten, Bruder, weißt du? Ja. Es war schon hart. Ich auch gar keinen Bock, Bruder. Es ist hart. Bei euch sein von 500 Teilnehmern habt ihr es so weit geschafft. Das ist eine Riesenleistung. Ihr habt es dann quasi unter die besten 13 geschafft. Ich würde dann sagen, wir fangen dann an, auszusortieren. Mohams, bei dir war halt ein guter Einstieg. Du hast aber sehr, sehr viele Luftprobleme gehabt, habe ich gemerkt, in deinem Track. Und hat auch ein paar Stellen, die waren sehr, sehr. Die Unsicherheit hat man sehr stark gemerkt bei der Performance. Deswegen haben wir uns entschieden, dass für dich heute die Reise enden wird. Du bist der erste Kandidat, der die Gruppe verlassen muss. Ja. Hey, warum haben's? Gebt euch nochmal den Heiler, Bruder. Der Arme, ja. Aber warum diese asoziale Musik? Boah, lass mich doch nicht. Lass mich keine Tränen kriegen, Bruder. Boah, den Raum verlassen, bitte. Man hat das Beste versucht. Und was soll ich sagen? Der oder die besseren gewinnen am Ende und so ist das halt. Guck mal, was er macht, Mann, im Hintergrund. So, ich komme da mal zu Adaver. Deine Einzelleistung war heute besser, sonst bist du in Verbindung nur mit Yasin. Sonst kenne ich dich ja nicht anders. Du hattest geile Gesangsparts, eine gute Abwechslung, Lyrik war auch ganz gut. Aber man merkt halt, wenn es jetzt weiter zwischen den anderen Kandidaten geht, als Einzelleistung, wir werden ja auch Solos haben. Wissen wir, dass du vielleicht neben den anderen untergehen wirst. Deswegen haben wir uns gegen dich entschieden. Du warst trotzdem echt gut. Die Reise endet trotzdem gut für dich. Sowieso. Du wirst auf jeden Fall im Kopf bleiben und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den Live-Shows. Junge, was sind das für Augen, Alter? Junge! Oh. Ey! Guck mal, mein linkes Auge! Wisst ihr, was da passiert ist? Bruder, ich hatte keinen Bettbezug, ne? Ich stehe auf. Ich hatte Allergie, Bruder. Auf einmal mein Auge so angeschwollen. Am nächsten Tag ist hier angeschwollen. Bruder, ich hatte Allergie, ne? Das war Karma, Bruder. Zu viele Seelen gebrochen. Na, Bruder, ich schwöre, ich war kaputt, ich war tot, Bruder. Sieh mal, Bruder. Vor die Augen, Alter. Ich dicker. 5 Tage nicht gepennt. Machen wir so. Die Qualität, Kamera, das ist alles voll krass, ne? Ja, Wallah. Also nicht viel, was man meint in der Live-Show, dass als er jemand getreten ist. Was? Was hast du mir dazu geflüstert? Man meint in der Live-Show, dass als er jemand getreten ist. Ihr wart die drei Besten. Ach so. Ich hätte das mehr mit Emotionen machen sollen, dann wäre das auch besser gelaufen. Ich habe meinen Spaß hier gehabt, ich habe meine Mission hier erfüllt. Ich war lange drin und ich denke, andere Türen öffnen sich. Ja. Aiwa, mein Bruder. So, Jungs, wir sehen uns gehört noch. Auf jeden Fall zu den drei besten Auftritten der heutigen Challenge. Ja, Wallah, wie du gesagt hast. Ja, die waren die drei besten. Ich sag euch ehrlich, die Entscheidung ist uns auf jeden Fall nicht einfach gefallen. Man muss sagen, alle Entscheidungen, die wir ab jetzt treffen werden, sind sehr, sehr schwer, weil wir nur noch sehr starke Künstler hier im Turnier haben, wisst ihr selber. Bei dem einen oder anderen von euch waren wir ein bisschen enttäuscht, weil wir viel mehr erwartet haben. Also manche von euch sind wirklich als Favoriten gekommen, aber schwimmen inzwischen wirklich bei allen anderen mit. Also man hebt sich einfach nicht mehr ab, so vom Gefühl her. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass der eine oder andere von euch nachgelassen hat.
Aber ihr müsst auf jeden Fall wach werden, wenn ihr jetzt weiterkommen solltet. Das ist auf jeden Fall ein Appell an euch alle drei. Ich fange mal an mit Wasim. Ich muss sagen, du hattest heute hier mit Abstand den besten Auftritt von allen. Und dementsprechend bist du hier der Erste, der wieder in den Pool springen kann. Dankeschön. Das ist tot spannend, Bruder. Ja. Jetzt hab ich spannend gemacht. Jetzt hab ich gelernt, Junge. Jetzt hab ich gelernt. Jetzt von den Jüngeren, ne? Sag mal ab jetzt zu mir. So, noch die beiden. Jetzt auch noch Bobby und Keris. Bei den beiden hab ich geschwankt. Ja, wen würdest du jetzt weiterlassen? Keris immer noch? Ich hab gesagt, Keris. Du auch? Bobby ich war auch. Bobby war auch. Bobby war nicht schlecht, aber ich fand Keris einfach geschwankt. Keris war für mich, der hat mich mehr so überrascht. Mhm. Bobby, das Ding ist geil. Der weiß, was er macht. Der weiß, wie es geht. Aber Keris war für mich zum Beispiel diese Line mit, jetzt sitzt ihr im Rollstuhl. Genau. Das war für mich so dieses, boah, Gänsehaut. Ja, voilà. Das Ding ist, bei Bobby, alle wissen und auch er weiß, und wir wussten das auch, dass er eigentlich viel, viel mehr machen könnte. Ja, der Bobby, der wird eh sowieso 100% seinen Weg finden. Ja, safe. Er wird rasieren. Viel Glück, Jungs. Bobby, du hast meinen Joker bekommen in der ersten Runde. Richtig. Das weißt du. Du weißt, ich bin ein Fan von deiner Stimme, von dem, was du machst. Ich feiere dich sehr, danke das weißt du. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, also genauso wie ich dir sage, dass ich dich feiere, sage ich dir auch, wenn du nicht so nice ablieferst. Und ich sage dir ehrlich, die letzten Tage hier in der Villa, du kannst mehr aus dir rausholen, das wissen wir beide. In dir steckt viel mehr Potenzial, aber du rufst hier momentan nicht dein Maximum an. Ja. Und das ist das, was wir uns fragen. Woran liegt das? Was ist das Problem? Also ich kann dir sagen, Bruder, bis gestern, wir waren gestern noch lange wach, ich saß mit Colin und den Xandro am Tisch. Mhm. Und da habe ich was erfahren, was ich bis jetzt einfach nicht wusste. Das wusste jeder außer ich. Und zwar, dass ich dachte, diese Lieder, die ich bei Icon benutze, dass ich die dann nicht veröffentlichen darf als Single. Und deswegen wollte ich die immer aufbewahren, so gute Texte und so. Weißt du, was ich meine? Du wolltest hier nur schlechte Songs performen. Nein, so nicht. Ich wollte reinhauen. Und jetzt, als ich das gestern erfahren habe, habe ich direkt hier geguckt auf ein Lied, was ich als Single rausbringen wollte. Habe ich jetzt gerade auch hier so performt. Weißt du, das sind die starken Lieder sozusagen. Und jetzt geht's auch, wenn ich weiterkomme, inshallah, geht's auch richtig los, weißt du, was ich meine? Ja. Also so oder so muss man auf jeden Fall sagen, Bobby, du bist hier wirklich als einer der Favoriten hingekommen. Nach Runde 1 auf jeden Fall hast du zu den Favoriten gehört. Ja. Jetzt inzwischen schwimmst du unserer Meinung nach wirklich mit allen anderen Kandidaten so irgendwo mit. Du weißt selber, da geht mehr. Auf jeden Fall. Wie lange würdest du brauchen, deinen Koffer zu packen, Bobby? Guck mal, das Ding ist, bevor das sei ehrlich, kommt, bevor das Spruch. Kommt, bevor das kommt, oder? Der war hart, Bruder. Ich muss das gerade erstmal selber verdauen, Bruder. Warte, war der so hart, oder was? Natürlich. Wie lange brauchst du, um deinen Körper zu packen? Bruder, was war das für ein Satz, Bruder? Bruder, der hätte, einer beim Battle benutzen können. Doch. Egal. Ich bin spannend, ich hab kaputt gemacht. So. Du weißt selber, da geht mehr. Auf jeden Fall. Wie lange würdest du brauchen, deinen Koffer zu packen, Bobby? Boah. Halbe Stunde, ich weiß nicht, eine Stunde. Halbe Stunde? Okay, weil gleich werden auf jeden Fall noch ein paar Zimmer frei. Was heißt das, Bruder? Das heißt, wir kommen in der nächsten Runde. Danke, Bruder. Da macht er nichts draus. Mein Bruder. Du hast das so spannend gemacht, ne? Auf jeden Fall auch sehr, sehr stark an Keris. Das Lied fand ich sehr, sehr stark auch. Keris, deine Leistung war trotzdem gut. Ich fand heute deinen Rap-Part besser als sonst. Sonst fand ich immer deinen Gesang besser. Aber heute fand ich deinen Gesang schlechter. Wallah, als ich mit dir geredet habe, ich hab den nicht mal gesehen, weil mein Auge zugeschwollen war. Bruder, Wallah, tut mir leid, dass wir nicht Augenkontakt hatten. Aber du warst sehr gut, Bruder. Aber man muss von Keris sagen, der ist auch einer so der wenigen, der die Kritik auch sehr stark annimmt. Der nimmt die Kritik an, der arbeitet an sich, erst am Hustlen. Das feiere ich auch an Keris. Das stimmt. Deswegen, so sein Weg wird auch noch kommen. Safe. Auf jeden Fall. Sonst fand ich immer deinen Gesang besser. Heute fand ich deinen Gesang schlechter. Aber dafür dein Rap hat viel, viel besser. Die Vergleiche waren mal gut, mal auch leicht gemacht. Trotzdem fand ich deine Leistung im Großen und Ganzen besser als sonst. Und auch als letztes Mal, als du mit Hamdi warst. Aber jetzt, wenn du neben Bobby und Wasim stehst, wird es halt langsam enger. Und wir werden halt immer weniger Künstler, das heißt viel, viel stärkere. Und deswegen haben wir uns halt auch gegen dich entschieden, weil Bobby dich ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Wasim war ja der Beste heute, aber trotzdem eine geile Leistung. Und du wirst so oder so deinen Weg machen. Dankeschön. Ja, also
ich habe sowohl Gutes gesagt, aber auch Hartes, aber es ist die Realität. Ja, ja, weißt du? Irgendeiner muss immer rausfliegen. Es ist leider die ist Realität, so klar, und Leute werden da draußen sagen, wie du übertreibst und sowas, aber Bruder, das ist die Realität. Bruder, du kannst selbst der Beste, also den Besten, der rasiert, Tag, Double Time, melodisch, der dann noch voll die Skills rausholt, Flows, du sagst zu dem, Bruder, du bist weiter, wird trotzdem eingeben, dann sagen, nein, der ist scheiße, Bruder. Ja, voilà. Deswegen kannst du kein Recht machen. Ja, das ist das. Das du kannst eh niemanden. Ja. Ich wünsche den beiden Jungs auf jeden Fall nur das Beste. Die haben das auf jeden Fall verdient, weiterzukommen. Und kann auf jeden Fall die Entscheidung verstehen. Euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und die Top, keine Ahnung, was das jetzt ist, Top 9 wird auf jeden Fall nicht ohne. Bester Mann. Ich küsse dein Herz, Mann, Bruder. Wir sehen uns ja noch live. Du bist ja auch dabei. Gebt Gas, holt alles aus euch raus, was ihr könnt. Verschwendet eure Zeit nicht mit sinnlos wachbleiben oder chillen oder Pool oder sonst was. Denn ab jetzt gibt es wenige Ausnahmen. Ja. Oder diese Musik, ey, Bruder. Wow. Wow. Das ist doch keine Niederlage. Du hast doch nicht verloren, Bruder. Du bist doch weit gekommen, Walla, von 500 Teilnehmern. Bruder, in dem, was du machst, bist du da besonders. Du darfst doch jetzt nicht aufgehen und weinen. Bruder, du kannst stolz auf dich sein, Mann. Du bist von 500 Teilnehmern in der Villa gelandet. Ich glaube... Ja, der wollte aber kommen und genau dasselbe sagen wie ich, Bruder, weil... Doppelter ich glaube, so der Mohams, der fuckt sich eher darüber ab, dass er seinen Song nicht performen konnte, anstatt dass er rausgeflogen ist. Glaub schon. Wie ich ihn kenne, auf jeden Fall. Aber Bruder, so, oder Wein, woanders. Ich habe keine Kameras. Aber ich will den, Bro. Das Ding ist, das war so traurig in dem Moment. Und wir sind ja das erste Mal Jury. Das heißt, wir sehen sowas auch das erste Mal, klar, Bruder. Wegen uns weint der quasi, Bruder. Das hat mir auch irgendwo das Herz gebrochen. Natürlich. Ich gehe zu Colin, ich sag, Colin, bist du auch so traurig wie ich? Der sagt, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab Kribbeln im Bauch. Die Villa wird leerer, sagt er, ich freu mich. Aber es war ja auch so wie Familie diese Woche, Bruder. Ja, voll. Jeder hat sich verstanden, jeder wusste, okay, der ist da, bei dem vielleicht kriege ich das hin, weißt du? Ich konnte mit denen darüber reden, so, das war echt krass. Ja. Aber jetzt, die Leute gehen, es wird immer leerer. Jeder konzentriert sich langsam auf sich selbst, weil er möchte performen. Und das hat man dann zu spüren bekommen. Guck mal, selbst der Hamdi, der denkt so, boah, Alter. Nee, bitte nicht. Das ist wirklich wie eine Woche Familie. So. Ja, das ist ja. Und dann plötzlich so merkt man, wie Tano gesagt hat, es wird wirklich immer ernster. Ja, es geht um was, weißt du, dann merkst du, okay. Oder 13 Teilnehmer, irgendwann endet die Reise. Oder die geht weiter. Und wenn die hier endet, geht die Warners weiter. Walla, wein nicht, Bruder. Komm, Kopf hoch. Das ist ein süßer Junge. Nein, Alter. Das ist voll weh, Bruder. Das ist jetzt auf jeden Fall. Was hast du mit Klopapier gemacht? Was hast du mit diesem Klopapier gemacht? Was hab ich Klopapier mit der Hand? Was hab ich Klopapier mit der Hand, Bruder? Hä? Wir wissen, Leute, wir wissen. Du hast viel gebraucht, Bruder. Ich hab die ganze Rolle gebraucht. Der hat den Pizza. Komm, Alter, du hast schon gebraucht. Der musste 4 Tage nicht Druck ablassen. Normal, Alter. Ich weiß nicht, ich bin behindert im Kopf. Alle Jungs, die hier sind, sind richtig starke Künstler. Jeder hat es verdient, das Finale. Ich weiß warum. Meine Hand war am Bluten. Ja. FaceTime. Ja, deswegen. So kommen wir dann mit Gewissen drauf. Ich find's schade, dass die Jungs gehen müssen. Wir haben alle richtig viel Spaß hier. Ich fand's schon schade, dass Coco und Enoch weg sind. Aber was soll ich sagen? Es geht immer weiter. Keris werden wir auf jeden Fall nochmal in unserem Leben sehen. Wir wohnen eh alle in der Leerbach. Und so, was soll ich sagen, Alter? Es ist zwar jetzt vorbei, aber die Karriere ist noch lange nicht vorbei, meine Damen und Herren. Benutzt die Connections, die du hier gemacht hast. Mach dein Ding, Bruder. Ihr seid herzlich willkommen, herzlich eingeladen im Studio. Dann lass uns noch mal ein bisschen arbeiten, lass uns irgendwas machen. So, lass uns das nutzen, was wir gerade gemacht haben. Bruder, weißt du noch, Top 3, du hast auf deine Mutter geschworen, dass du in diese Villa kommst. Und wie, keiner hat gedacht, dass du da hinkommst, Bruder. Du hast es geschafft und du bist Top 12, Bruder. Wallern, Bruder. Stopp. Das ist der hat gesagt, ich schwöre auf alles, ich will in diese Villa. Danach ist mir egal, Bruder. Und der kam so, ich komm da hin. Und er hat es geschafft, Bruder. Ja, Wallern. Manchmal, der Wille zählt, Bruder. Ja, man sagt das ja nicht umsonst. Wenn du willst, Bruder, dann schaffst du das. Mach dich nicht fertig, Bruder. Du bist eine Maschine. Das ist nichts, Mann. Ich will damit sagen, dass hier gewinnen nicht alles ist, sondern. Was du danach reißt. Ja. Oder du kannst wenn du danach gewinnen. Spaß und weiter dran bleibst, holst du vielleicht mehr als manche, die hier gewinnen. Ja, hat er gut gesagt.
Genau, Sarah. Bleib auf jeden Fall dran. Oder du machst das. Wenn da einer das macht. Hier. Nicht alle. Okay. Mann, Mann. Mann, das ist aber geil, Mann. Ja. Mann. Ein Schwäche zu. Alter, Adamel ist der geilste Show, Mann. Ey, Adamel, Junge. Ey, die haben wohl auf der Rückfahrt haben die wohl Leute durch dieses Auto abgeworfen und nein, so. Mit Flasche und so. Well, yeah, der Rest ist eh crazy. Auch in Dings Frankfurt, Bruder. Frankfurt, der ist crazy, Bruder. Ja, ja. Was ist denn das jetzt? Das ist ja Gladbach, ne? Das ist ein Studio. Ah, das ist der Anfang. Oh Gott, das ist ganz, ganz erster Tag. Die Anfänge. Ich glaube, da, wo wir diese Cypher aufgenommen haben. Nein, aber Colin hat doch Icon-Merch an. Der ist doch neu. Ist das nur von der Booth? Nein, ne? Vielleicht danach. Vielleicht gestern, vorgestern. Ey, aber Freunde, ich bin rausgeflogen. ist kein Problem, weil ich habe 3 Mann mit mir genommen. Ich bin nicht alleine gefahren. Ey, was geht ab? Barrio. Mehr sage ich nicht. Mit der Hand. Wir sind hier bei Made to Create. Wisst ihr doch, in alter Frische, wir sind wieder back. Wir gehen in einen Jugendtreff auftreten. Oh. Kinder, eine Freude vorbereiten. Ja, auf süß, ja. So wie Kenan sagt. Bruder, die machen das einfach, weil sie ein größeres Herz haben. Ich bin nicht der Typ, der mit Kameras redet, weißt du. Ja. Wo ist denn deine Fans zu treffen, wo wir leben? Ja, haben die auch stark gemacht. Tracken diese komischen Sachen. Auf süß einfach. Der sagt, da ist ein Junge, der hat San Andreas gerade beim Freestyle Battle auseinandergenommen. Ja. Die Jungs sind Stars, Bruder! Aiwa! Starke Aktion auf jeden Fall. Ey, Xandro, hat angeschnitten. Hä? Playboy! Fresh. Feiert ihr alle Moos Musik eigentlich? Ja! Aiwa, rein! Community, Bruder, ist die Community. Ja, ist das gleiche. Ja, stabil. Hier, film mal die Jungs, Bruder. Bruder, mach mal kurz, Bruder, mit dieser Musik im Hintergrund, das macht das so episch, Bruder. Ja, Bruder, das ist schon die schön, haben, das noch mehr episch. Wir haben auf Kacke gehauen, Bruder, als wenn das irgendwelche Kids irgendwo, dritte Welt, Bruder. Bruder, mit dieser Musik, ja. Bruder, die haben richtig... Ich weiß, was du meinst, Bruder. Du baust so Brunnen so, und so, ist halt schon so, Bruder, wir sind da für euch. Aber die Jungs sind ja, guck mal, die Jüngeren sind auch geil drauf. Ja, und das freut mich sehr. Schön, die Lächeln zu sehen, Ich bin für sowas immer offen, dass wir die Jugendlichen auf jeden Fall so supporten, dass sie auch vielleicht ein Ziel in ihrem Leben finden. Weil bei vielen läuft es vielleicht auch nicht so aus familiären Gründen. Deswegen bin ich immer mit ganzem Herz dabei. Ich danke an den Jungs, die alle gekommen sind, dass sie Zeit gefunden haben. Dankeschön, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Es war auf jeden Fall heute voll süß. Das Konzert, Bruder. Walla süß, walla geil. Ganz hat mich gefreut. Halt mal ein paar Worte dazu. Walla, der war krass. Was ist da rausgeflogen? Geiler Typ. Der war krass. Warum ist der rausgeflogen? Walla, trocken, Walla. Ganz gefreut. Halt mal ein paar Worte dazu. Walla, der war krass. Was ist da rausgeflogen? Das finde ich gar nicht gut. Die Tür hat gar nicht gut bewertet. Der war walla krass. Hey, to create. Und jetzt ist es soweit. Wir haben alle Stimmen aufgezählt und der Name, der wird jetzt hier hinter diesem Plakat. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier weg. Danke für die Leute, die zuschauen. Danke an alle, dass ihr so coole Crowd wart. Ihr habt richtig gut dabei. Geil, stark. Muss man zeigen. War das schön gemacht. Willkommen bei Tag 4. Ich hab, lass mich nicht lügen, 6 Stück. Die Teams, die bis jetzt bestanden haben, sind heute komplett aufgelöst. Vielleicht greifen wir ja mal an. Ich hoffe nur das Beste für jeden. Jeder von uns ist stark, sonst wären wir ja nicht bis hierhin gekommen. Weißt du, was ich meine? Wir brauchen eine Hook. Oder bitte lass das nicht so enden wie mit Xavi im Hotel, Walla. Also manchmal ist weniger mehr. Wir sind alle krank. Wir können 20 Hits machen in diesen 5 Stunden. Das ist das Problem. Es bringt dir nichts, Messi, Ronaldo und Mbappé in einem Team zu haben.
wenn die aber gar nicht miteinander spielen können. Es wird knapp sein. Der eine braucht nur für Stottern, der andere braucht nur einen kurzen Textlänger. Kann es schon sein, dass das Spiel vorbei ist. Ich bin gespannt, wie die Jury entscheiden wird. Es wird auf jeden Fall auch nicht einfach für die werden. Puh. Ich bin geliefert, so wie eine Pizza ohne Margarita. Paradoxe Welt zurzeit, mein Kaffer kriegt den Schaden, weil die eine Hälfte hasst mich und die andere ist am Blasen, also... Das sind ganz, ganz krank nächste Woche. Wow. Bruder, wow, Alter. Wow, wow. Die machen... Ey, Bruder, das ist... Ich würde sagen, eine Bruder, Stunde ist vorbei. Geil. Bruder, es sind jetzt eine Stunde und 10 Minuten vorbei. Oh, das geht schnell. Das geht sehr schnell. Das heißt, man hat gar nicht gemerkt, ne, wie schnell es geht. Kurz jetzt vorbei, oder? Ja. Bruder, Wallah, wie kam es gerade rein am Ende, Bruder? Oh, Junge! Das ist übertreibt, Bruder! Das wird richtig wild. Wo ich meinte, Beat hört auf, dann kommst du rein. Wallah, Bruder, bei einem aggressiven Part auf meine Mutter, ich hatte noch nie Gänse auf. Also hier, gerade hinbekommen. Okay, zeig mal dein Gesicht kurz. Leute, guck das mal. Das Tano in Weiß? 1 zu 1, Bruder, Körper, wo alles gleich, Bruder. Alles. Ey, wild. Boah. Geile wild. Folge, wa? Ich sag dir ehrlich, ey, da waren, Bruder, als sie das mit den Dings gezeigt haben, gerade mit den Kids und so, Bruder, das fand ich sehr stark. Ja schöne Aktion, stark. Ja, voilà. Sehr stark, also da. Ja. Ja, aber schön zu sehen, dass ihr habt ja quasi die Songs gar nicht miterlebt da in der Villa. Nee, gar nicht. Ihr seht die jetzt zum ersten Mal. Ja. Aber ich finde das interessant zu sehen, dass ihr sagt, ey, wir hätten irgendwo so ähnlich wie ihr entschieden. Ja, weißt du, was ich meine? Bis auf Bobby Van Damme quasi mit Chris. Also ich sag mal so, das ist jetzt, keine Ahnung, oder? Das ist ein Herrschen, was da besser war. Ja. Also Chris war auch stark, Bobby ist sowieso stark, war auch stark. Ja. Aber Oasim so, was hat er nochmal gesagt? Ich erwähne sie in Story, ja. Oder was ist ja. das für ein Herrschen? Ja. Oder krank. Das war sehr krass. Auch hier bei Keris mit Rollstuhl und so. Ja, Mann. Da lernst du immer mehr. Ja, da lernst du immer mehr. Da weißt du auch, die Leute um dich, die sind auch krass. Und dann willst du noch krasser sein. Ja. Verstehst du? Und das ist das halt, Leute. Deswegen sind wir alle bei Icon. Und meldet euch bei Icon 5 an. Safe, mach das. Aber gibt Gas, keine halbe Sache. Ja. Danke, dass ihr da wart, Jungs. Ah, ja, gerne. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Die Jungs werden auf jeden Fall nochmal kommen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ah, ja. Haut rein, Jungs.